willkommen zurück bei Frühstück in der Parfümerie. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Svana und bei Frühstück in der Parfümerie geht es nur um das Thema Parfums. Wenn dich das also interessiert, dann solltest du meinen Channel jetzt abonnieren. Heute möchte ich aber das neue Parfum von Bibi reviewen. Bibi wirst du wahrscheinlich kennen, wenn du dieses Video angeklickt hast. Falls nicht, sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen YouTuberinnen, die jetzt ihr zweites Parfum auf den Markt gebracht hat. Und das werde ich mir jetzt mal genauer anschauen. Vielleicht noch kurz vorab, bei dem Duft von Bibi handelt es sich natürlich um ein Celebrity Parfum und Bibi hat nicht angefangen mit Parfum, sondern hat als erstes einen Duschschaum auf den Markt gebracht, der unglaublich erfolgreich war und aus dieser Serie sind dann eben ganz viele weitere Produkte entstanden und das ist jetzt das zweite Parfum. Ich werde heute meine ehrliche Meinung dazu teilen, habe aber schon mal gesehen, vielleicht noch ganz kurz vorab, dass das Ganze tierversuchsfrei und vegan produziert wird in Österreich, was ich sehr, sehr gut finde und auf der Website wird auch beschrieben, dass ausschließlich hochwertige Inhaltsstoffe verwendet werden. Ja, als erstes mal zum Preis. Das Ganze ist in einer Geschenkbox und wir haben hier nicht nur das Parfum, die 50 ml, sondern noch einen Schlüsselanhänger und ein Duschgel. Und das Ganze kostet 24,95 €. Das ist an sich und vielleicht im ersten Moment natürlich sehr günstig, aber wenn man mal betrachtet, dass die Zielgruppe von Bibi sehr jung ist, dann finde ich den Preis angemessen und auch nicht zu günstig, sondern einen, ja, sehr fairen Preis. So, dann zeige ich euch mal noch genauer die Verpackung. Also wie gesagt, das Ganze ist halt in so einer Geschenkbox drin, die, wie ich finde, jetzt auch nicht nur weihnachtlich ist oder Jahreszeiten gebunden, sondern die kann man eigentlich immer gut verschenken. Es ist eine sehr schöne Box mit halt so schönen Herzen und Goldelementen, die natürlich Frauen anspricht. Das ist ja auch der Sinn der Sache, beziehungsweise Mädchen. Also ich finde so eine Weiß-Gold-Kombi recht schlicht, aber irgendwie schön und verspielt mit den Herzen. Dann haben wir hier im Inhalt noch so einen kleinen Schriftzug und eben hier dann das Duschgel, den Schlüsselanhänger und das Parfum. Und es ist auch schön, wenn man das jetzt irgendwie zumacht und ein bisschen schüttet. Klar, dann hört man den Schlüsselanhänger, aber es ist alles fest verpackt. Von daher finde ich das Packaging von der Gesamtbox schon mal sehr schön. Der Duft selber, in dem ich in diesem Video auch eingehen möchte, sieht so aus. Das ist hier die Vorderseite und die Rückseite, der Deckel. Also es ist ein Duft, der liegt sehr gut in der Hand. Ist auch sehr schlicht gehalten. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass er sich jetzt nicht so großartig von dem ersten Duft, so vom Look and Feel unterscheidet. Aber was natürlich auch gut ist für den Wiedererkennungswert. Aber der liegt halt schön in der Hand, ist schön schwer und ja, hat eine sehr schöne Verpackung. Klar, hier sieht man so ein bisschen den Zusammenschluss. Aber ich finde, das ist für den Preis ein schönes Flakon. Und was ich auch besonders gut finde, ist halt wirklich der Duft, wie der hier sprüht, wenn man das hier mal sieht. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber der sprüht halt sehr breit und sehr konsistent und sehr gleichmäßig und das, ich mag das überhaupt nicht, wenn das nur so ein spitzer Strahl ist und der hier ist halt echt richtig, ja, der sprüht super. Also vom Packaging her auch für den Preis echt eine super Sache. Ja, ich möchte erstmal nochmal sagen, was ich erwartet habe von dem Duft, bevor ich den das erste Mal gerochen habe, weil ich ja hier auch meine ehrliche Meinung dazu teilen möchte. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass der Duft wirklich sehr einseitig süß ist, einfach weil das ein Celebrity Parfum ist, weil er für eine junge Zielgruppe ausgerichtet ist. Auch wenn er vom Flakon jetzt gar nicht so quietschig bunt ist oder so, sondern mit dem Weiß und Gold recht schlicht gehalten ist, habe ich sowas wirklich sehr einseitig süßes, fruchtig, gourmandiges erwartet. Ja, zum ersten Eindruck, wenn man den Duft aufsprüht, dann riecht man erstmal fruchtige Noten. Also jetzt ist er gerade aufgesprüht, jetzt ist noch ein bisschen Alkohol mit dabei. Aber man riecht halt wirklich fruchtige Noten und das liegt daran, dass in der Kopfnote Nektarine ist. Und wenn er sich dann so nach ein, zwei Sekunden später riecht er dann nach Pina Colada, finde ich, was ich super lecker finde, weil ich liebe Pina Colada. Und das liegt an der Kombination in der Kopfnote aus Mandel, Vanille und Nektarine. Auch wenn ich weiß, dass ein Pina Colada nicht mit Nektarinensaft ist, aber trotzdem. Also das ist so die Eröffnung, eine fruchtig, warme, vanillige Eröffnung. In der Herznote haben wir dann Vanille und Karamell und ich habe den Duft ja auch gestern schon ausprobiert. Ich finde, der Duft ist wirklich sehr vanillig, also die Vanille dominiert. Ich finde, man kann zwar das Karamell erhaschen, aber es dominiert nicht. Dann im weiteren Verlauf haben wir in der Basisnote Vanille, Sandelholz und Tonkabohne und ich liebe diese Kombination. Also
insgesamt ist das ein Duft, der sehr gourmandig, warm, pudrig ist, zunächst aber fruchtig eröffnet. Insgesamt bin ich wirklich sehr positiv überrascht von dem Duft, weil ich sowas einseitig Süßes erwartet habe, aber dann wirklich sowas Warmes, Kuscheliges, Vanilliges bekommen habe, was zwar einen Verlauf hat, der jetzt nicht unbedingt so vielseitig ist, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt am Duft habe, aber ich finde, für die Zielgruppe ist es ein unheimlich schöner Duft, weil er einfach sehr warm ist, vanillig, und wenn man Vanille mag, dann kann ich diesen Duft nur empfehlen, also der ist wirklich super. Und ich muss sagen, der erinnert mich so ein bisschen an diese Christina Aguilera Düfte, die ich so vor 10 Jahren getragen habe, wenn ich so damals feiern gegangen bin. Da habe ich mich einmal so eingedieselt mit denen und hatte das die ganze Nacht in der Nase. Daran erinnert mich der Duft so ein bisschen, auch wenn das Packaging nicht darauf schließen lässt, aber das ist so ein Duft, da sehe ich halt so nicht so das Mädchen von nebenan, sondern wirklich eher so das Partygirl, die sich so ein bisschen eindieselt und frisch macht und ready macht zum Nachtdurchfeiern. Aber wenn man gourmand die süße, warme Düfte mag, dann ist der Bibi-Duft auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Kommen wir zum Thema Haltbarkeit. Eines der wichtigsten Kriterien finde ich, wenn es um einen guten Duft geht. Und hier hat sich für mich im Voraus das größte Fragezeichen gebildet, weil ich mir dachte, für 24,95 und das ist nicht nur für den Duft, sondern für alles, kann ein Duft ja eigentlich gar nicht so lange halten. Aber ich muss sagen, der Duft hat wirklich mich am meisten überrascht und überzeugt mit der Haltbarkeit. Ich habe den gestern aufgesprüht, also gestern Abend irgendwie um 20.30 Uhr und ich habe sehr lange geschlafen heute und bin irgendwie um kurz nach 10 aufgewacht und man hat den Duft immer noch gerochen. Deswegen muss ich sagen, also der hält über 12 Stunden. Es ist natürlich auch ein Eau de Parfum, aber halt für den Preis muss ich sagen, es ist wirklich ein Top-Performer, wodurch mich der Duft endgültig auch sehr überzeugt hat. Also nochmal zusammengefasst, wem würde ich den Duft empfehlen? Ich finde, das ist ein super Geschenk, jetzt gerade vielleicht auch zu Weihnachten, für junge Frauen oder Mädchen, die gourmandige, süßliche, vanille-dominierte Düfte lieben. Das ist ein wirklich sehr tolles Geschenk, weil der von der Qualität her einfach super ist. Das hat mich, wie gesagt, sehr überzeugt, die Haltbarkeit. Und wenn man aber nicht so ein Freund von gourmandigen Düften ist und Vanille nicht mag, dann würde ich da eher die Finger von lassen. Das ist natürlich Geschmackssache. So, dann fasse ich mein Rating nochmal zusammen. Zunächst erstmal beim Preis. Das rate ich jetzt mal mit 10 von 10 Punkten, weil ich finde einfach, das Preis-Leistungs-Verhältnis hier ist einfach top. Klar, wir haben ja jetzt nicht das hochwertigste Packaging. Das ist, wie gesagt, auch hier mit Plastik und so weiter. Aber der sprüht, wie gesagt, mega und der performt mega. Deswegen finde ich, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Für das Packaging gebe ich dem Duft 7 von 10. Mit dem Wissen natürlich, dass es halt ein Celebrity-Duft ist, aber klar, es ist wie gesagt hier so ein bisschen Plastik noch und es ist, liegt zwar gut in der Hand, aber vom Design her unterscheidet er sich jetzt nicht so wirklich doll von dem anderen. Deswegen kriegt er nur 7 von 10 Punkte beim Thema Packaging. Dem Duft selber gebe ich 8 von 10 Punkten, weil ich liebe vanillige Düfte. Ich finde, der ist unglaublich schön und sehr, sehr lecker. Passt sehr gut zur Jahreszeit jetzt, aber ich finde trotzdem, dass es ein sehr jugendlicher Duft ist, jedoch perfekt für die Zielgruppe, aber ich persönlich mag jetzt so ein bisschen lieber nischigere Düfte und auch vom Duft her speziellere Düfte, deswegen gebe ich ihm nur 8 von 10 Punkte, wobei ich sagen muss, für die Zielgruppe würde ich ihm 10 von 10 geben. Das gleiche für die Haltbarkeit. 10 von 10 Punkte, das habe ich ja schon gesagt, der hält unglaublich lange und man wird einfach wahrgenommen, wenn man diesen Duft trägt. So ihr Lieben, das war mein Review zu dem neuen Eau de Parfum von Bilou. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls das so ist, dann gebt mir gerne ein Like und schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr den neuen Duft von Bibi findet. Bis zum nächsten Mal!